Oh, eingeparkt. Alter, das ist heavy. Weil wir keine Ahnung haben, wo wir sind. Nee, nee, nicht hier reinfilmen, Junge. Nicht hier reinfilmen. Ach du Scheiß. Ist auf der Fahrt hier ein bisschen was durch die Gegend geflogen. Nee. Servus Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute aus Finale Ligure. Erstes Mal hier, wir sind mit den Downhill-Rädern dabei. Schauen, was überhaupt damit geht. Ob wir überhaupt Spaß haben, ob wir geile Trails dafür finden werden, wir wissen es nicht. Wir schauen mal, viel Spaß mit dem Video. Ich nehme euch mit dem Vlog. Let's go, viel Spaß. Ah. Findest du mit dem Enduro dabei, natürlich. Ja, weil man braucht nichts anderes. Auf jeden Fall eine ganz andere Liga wie Sanremo, Alter. Was? Wie? Nee. Sanremo war genauso. So, wir haben noch Shuttle gekriegt. Jakob. Base. First run. Das ist auf jeden Fall ein anderes Level an Shuttle wie Sanremo. Sonne scheint, wir chillen in Italien. Eigentlich wollten wir nach in die Schweiz fahren zum Downhill heizen. Das ist aber Kackwetter, deswegen sind wir jetzt im Finale, kleinen Kompromiss. Wir haben soeben noch Shuttle gekriegt. Einmal sind wir auf jeden Fall hochgekommen, ob wir nachher nochmal hochkommen. Weil wir nicht reserviert haben, müssen wir mal schauen. Junge, ist hier viel los. Nein. 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 Was? Fünf Mann sind hier unterwegs. Nix los hier. So. Auf der Suche nach Little Champery. Ob wir richtig sind, keiner weiß es so richtig. Ist schon ein bisschen verloren hier. Auf jeden Fall haben wir eine geile Aussicht hier. Lost in Finale. Wir hätten uns die Karte erstmal vorher runterladen sollen. Wir sind gerade in den Trail reingefahren. Weiter geht's. Weiter verloren. Wir wissen nicht, was kommt. Wir fahren in irgendeinen Trail blind rein. Ich glaube, der müsste rot sein. Bisschen Enduro One Alpha Style hier. Da war einfach gerade ein fucking Trailer hier mitten auf dem Weg. Crazy. Das wurde doch gerade schon mal besser. Hey. Ah, Spawn hier über die Trailbilder. Man weiß halt nur nicht wo. Steht drin mein Schild. Ja. Ja, die war wild. Hi. Boah. Geil. Also es wird wilder, es wird wilder. Wir haben uns zu irgendwelchen cooleren Trails gekämpft. Vom größten Kack-Flow-Trail. Wir sind halt auch einfach nur lost irgendwo reingefahren, weil wir keine Ahnung haben, wo wir sind. Und wir ein bisschen überfordert waren. Oh,
Guck mal, wie links geht. Nur mies vercrackte Steine. Also Yannick die bessere Line. Geil. So Freunde, wir haben gerade auf die Schnelle noch einen neuen Shuttle gekriegt. Bisschen Struggle hier, immer mit Shuttle buchen, weil wir nichts reserviert haben. Wie die letzten Losties unvorbereitet hier hingefahren sind. Ich glaube, jetzt haben wir mal einen besseren Trail gefunden. Little Champerie haben wir gefunden, wissen wir, wo wir hin müssen. Und haben wir noch gar nichts gefunden, wir haben ihn nur auf einer Karte gesehen. So. Freunde, wenn ihr das erste Mal hier seid, ne? Ich kann euch ehrlich nur sagen, macht euch schlau. Was es hier gibt, holt euch einen Guide, es gibt so viele Trails. Wir haben eben den Louis Gessner getroffen. Grüße gehen raus, Ehremann. Die sind auch völlig lost. Und die hat eine Backcountry-Tour gebucht. Wären wir vielleicht gerade noch reingekommen, hat aber leider nichts gegeben. Deswegen schieben wir gerade wieder einen Berg hoch. Und erkunden das hier alles wieder auf eigene Faust. Ist nix ausgeschildert. Nix. Ich sehe uns gleich mal in irgendeinem falschen Tal landen, wo wir den ganzen Berg hochlaufen müssen. So. Fahren jetzt einfach mal 93 müsste das sein. Irgendein roter Trail. Hui, eng. Der erinnert mich so ein bisschen an das, was wir eben gefahren sind. Murmelbahn. Wow! Ich guck mal einmal noch auf die Karte. Auf der Suche nach dem Trail-Einstieg. So, wir haben gefunden, Little Champerie. Schauen wir mal, roter Trail eigentlich. Oh, ist das rutschig. Geil! Es ist halt wirklich Champerie in very little. In mehr als halb so, also in weniger als halb so steil. Und die Kurven halb in halb so groß. Also noch viel steiler kann man auch gar nicht fahren, Alter. Freunde, ich war vor ein paar Wochen. Monaten? Ja, 3 Monate ist glaube ich hier in Champerie. Habe ich oben mal verlinkt. Das war steil, ey. Aber hier macht schon Spaß. Wir haben einen geilen Trail gefunden, oder? Kann man ja fahren. So, wir sehen mal zu, dass wir nachher noch Shuttle kriegen. Da übrigens eine Strecke auf der EWS, also Enduro World Series. Geil. Oh, eingeparkt. Achtung! Zu behindert zum Ausklicken gewesen. Krass, also da links runter, der ist heftig. Junge, wir fahren die ganze Scheiße so blind. Stell dir mal vor, jetzt wären wir blind runtergesprungen. Wir wären gestorben. Alter, das ist heavy. Vor allem, wie das einfach gebaut ist. Einfach irgendwelche Stämme in die Büsche werfen und Erde aufschütten. Ja. Ich hab die ganze Zeit so Angst, dass irgend so eine Kurve zu spitz zumacht, wenn ich aber links die Böschung runterfliege.
Oh, hier wird rutschig. Ich glaube tatsächlich, wir sind schon wieder unten im Dorf oder in der Stadt. Doch noch nicht. Ich glaube, das war es jetzt aber endgültig. Das waren aber irgendwelche Hinterhofgassen hier. Einfach durch irgendeinen random Bauernhof feiere ich. Boah, die Sonne, ey, ein Traum. Tatsächlich noch irgendwelche anderen Jungs im Downhill hier. Wir sind doch nicht verloren mit den Downhills. Wir haben noch andere Jungs gefunden vor uns. Also man kann ja auch mit dem Downhill fahren, aber ich empfehle euch ehrlich, wenn ihr hier kommt, nehmt Enduro mit. Macht es, glaube ich, mehr Spaß. Weil die meisten Trails sind aber einfach fürs Enduro. So, Freunde, wir hatten gerade Glück. Wir haben tatsächlich noch einen Shuttle gekriegt, obwohl wir nicht reserviert haben. Weil es ist heute so dermaßen voll hier. Und jetzt gibt's erstmal Essen. Jakob hat uns eben tatsächlich verlassen. Fand er nicht so geil mit dem Downhill. Der erste Trail war jetzt auch nicht so prime. Kann man, glaube ich, ehrlich so sagen. Aber gerade Little Champouy ist schon geil. Ich glaube, kann man auch mit dem Enduro festen, obwohl der sogar mit dem Enduro schon anspruchsvoll ist, würde ich mal sagen. Genau. Jetzt schauen wir mal, fahren wieder auf Sonato Base und dann gucken wir mal, was wir jetzt runterfahren. Aber erst wird natürlich gegessen. Ja, richtiger Fleischspieß, Junge. Boah, was ein Licht, Alter. Richtig geil. Alles voller Müll, ey. So, der soll geil sein. Wir haben eine kleine Inside-Info gekriegt und der wurde uns empfohlen. Ich würde behaupten, links. Komm, droppen. Also der Einstieg war auf jeden Fall mal fett. Was sagst du? Ich bin fast gestorben. Alter, der Einstieg war geil, ne? Weißt du, wo oben dieser Riesenstein so lag? Ihr habt den nicht gesehen, weil ich relativ dicht auf Finn drauf war. Ich bin fast mit dem Pedal da dran hängen geblieben. Geil. Grüße gehen raus an André, danke für den Tipp. Wir sind auf jeden Fall fündig geworden. Wir haben auf jeden Fall noch einen geilen Trail gefunden. Wir wissen wollen, welcher es ist. Das ist der, der bei dem Shuttle-Punkt von der NATO-Base reingeht. Direkt am Parkplatz, unten. Und da von der NATO-Base. Boah, die machen teilweise so richtig eng zu hier. Ah! Wow! Alter, da wäre ich auch beinahe gestorben. Oh, ich sehe nichts bei der Sonne. Ich fährst auf einmal hinter so einem Baum auf so eine Kurve zu und auf einmal sticht dir die Sonne ins Gesicht. Ja. Wir sind hier gerade in Finale Ligure, ne? Bei bestem Wetter auf richtig geilen Strecken. Auch wenn es ein bisschen komisch angefangen hat, ne? Aber da habe ich wieder drauf gedacht, ne? Es wird mir jetzt richtig stinken, wenn ich jetzt das Aerotech Racing Team wäre, ne? Irgendwo in Deutschland auf der Autobahn versauern, Junge, in diesem Guten. Guten. Wird mir stinken! Yo. So, der Trail wäre jetzt erstmal wieder auf dem gleichen Stück rausgekommen, wo wir eben schon gefahren sind. Deswegen schieben wir gerade bei schönem Sonnenuntergang da hinten. Kleiner Transferweg hoch, damit wir noch einen kleinen neuen Trail erkunden. Da vorne ist auch schon noch 200 Meter. Müsste, wenn ich jetzt nicht lüge, die 92 sein.
Boah. Keine Ahnung, was das hier für ein Trail ist. Bisschen YOLO unterwegs hier. Alles ein bisschen loose hier. Frischen Erde war mega geil. Das war richtig geil, ne? Muss nur aufpassen, dass es nicht wegschmierst in den Kurven, wo gebuddelt wurde. Geiles Teil, ey. Eben sind wir da vorne rechts gefahren, jetzt fahren wir links. Schauen wir mal, was da kommt. Hier sind die anderen Boys mit dem Downhill auch schon runter eben. Wird man die ganze Zeit sehen, was kommt, dann wäre es eine 10. Aber man sieht's nicht. Man sieht's nicht, weil es so zugewachsen ist. Alter, du musst ja nichts machen und du rutschst weg. Boah, von da oben kommen wir. Junge, haben wir Meter gemacht. Das war auch der letzte Trail. Alle, alle, alle! Alter, haben die ein Tempo drauf. Junge, fahr schneller wie wir hier runter. So, halbe Stunde ist er noch. Tag, Alter. So, Freunde, ich bin wieder zu Hause angekommen und damit war es auch das letzte Video aus Italien. Das Trainingscamp ist zu Ende und auch somit mein erster Tag in Finale Ligure. Ich war am Anfang erstmal total geflasht, wie riesig das ganze Gebiet doch ist. Mir war zwar bewusst, dass ziemlich viele Leute im Winter nach Finale runterfahren, um Enduro zu fahren, aber dass das wirklich solche großen Ausmaße da hat, war mir nicht bewusst. War eine krasse Erfahrung. Und ich glaube, ich komme in den nächsten Wintern auf jeden Fall wieder, nehme dann aber auch meine Enduro mit. Ich hatte es zwar dabei, aber wir waren auf den Downhill-Rädern eingefahren. Deswegen habe ich es nicht ausgepackt und wir sind den einen Tag auf den Downhill-Rädern gefahren. Fürs nächste Mal wissen wir es besser. Finale macht Enduro doch schon deutlich mehr Sinn. Und dann buchen wir uns vorher schon einen Shuttle. Kann ich euch auch noch einen Tipp geben. Bucht du erst einen Shuttle, kommt dann dahin, wenn es nicht gebucht ist. Gerade in der Hauptsaison, um Neujahr rum. Ist immer ziemlich schwierig, aber gut. Aus Fehlern lernt man. Wir hatten trotzdem einen richtig schönen Tag auf den Rädern und genau, Freunde, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht beim Zuschauen. Ich bin jetzt erstmal 4 Tage nach Madeira, einfach mal abschalten, denn irgendwie das ganze Gefilme und Schneiden und hast nicht gesehen, ist nicht nur unbedingt Urlaub, sondern auch viel Stress. Genau, Freunde, einfach mal 4 Tage runterkommen, alleine, das tut gut. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video, es geht bald wieder in der Jumpline weiter. Wir haben heute schon wieder fleißig gebaut und genau, Freunde, ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein. Ciao, ciao.